Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Top or Flop bei mir, dem Saudi. Und heute gibt es Tennis World Tour. Ja, ich werde kein Tennisspiel Top or Floppen, auch wenn die Musik mich gerade gegensteuert. Stärke ruhig ein bisschen höher lassen. Und die Musik muss beim besten Willen nicht so. Die Musik kann einfach ganz leise. Kommentatoren machen wir mal aus. Aber weil ich halt nebenbei kommentiere, ist ja Quatsch, wenn mir dann die ganze Zeit einer dazwischen quatscht. Dann machen wir hier mal 70. Wir versuchen es mal so. Karriere, Exhibition, Online-Spiel, mein Spieler, Tennisacker. Machen wir gleich Exhibition. Mal einfach direkt ein Probespiel, ein Match. Spieler 1, Solinex. Gegen AI, klingt gut. So, die sind alle Level 30. Guck mal, hier eine Deutsche. Guck mal, die sieht doch so sympathisch aus. Die Frage, sind das echte? Ich habe gar keine Ahnung von Tennisspielern. Aber wir müssen Angelique Kerber nehmen, ne? Weil Deutsch. Gegen wen machen wir mal? Gegen den Franzosen? Lukas Billy. Ja, dann machen wir Amateur, weil ich bin halt Amateur. Wir spielen zum ersten Mal. Blind. Sieht schick aus, das Stadion. Drei Sätze. Machen wir mal. Inside Out, Sprint. Stoppball, Volley, Fähigkeiten anzeigen, bewegen, Lob, Topspin, flacher Schlag, Slice. Jau. Wir schauen mal erstmal. First set. Dann komm her hier, ich zeig dir mal, wie es geht, Kumpel. Was denn? Achso, ich muss ja sprinten, ne? Hab mich schon gewundert, wie soll ich denn an den Ball kommen, wenn die so rumeiern? Willst aber auch wissen, der Boy, ne? Oh shit. Der hat auch schön geschlagen, ne? Na, schauen wir mal. Haben wir auf Kreis keinen Schlag? Nein. Kann ich auf Kreis irgendwas machen? Versuchen wir nochmal auf Kreis. Und wir haben Skills ready. Oh. Unsere ersten Punkte. Kein Problem. 40, 15. Ich habe zwar Mary im Tischtennis geschlagen, aber hier stelle ich mich gerade nicht so gut an. Out. Ah. Na siehste, den kriegen wir, den Boy. Kein 40, Problem. 30.
Er darf jetzt halt den Punkt nicht machen, hat das Set gewonnen. Können wir nicht zulassen. Jetzt. Wo sind die Schmetterbälle, gute Frau? Was ist das hier? Ich muss ihn finishen. Oh, ja. Und jetzt gegen die Laufrichter und er weiß es. Cheater. Cheater-Spieler. Voll die Schiefens gerade. Und es gibt's auch nicht. Wie hat er das noch geholt, der Sack? Wir können nicht so richtig. Wir bräuchten in solchen Momenten einen richtigen Schmetterball in die Ecke. Aber irgendwie kriegt die gute Frau das nicht hin. Vote. Ach. Optimal steht, da weißt du, aber Fehler. Ne? Vote. Ach komm. Kriegt er auch noch Punkte dafür? 15 all. Ja, dann schlage ich einfach nur hier so. Was für Vorhold, Mann? Du bist Vorhold. Out. 30-15. Wieso, gute Frau, begibst du dich in so einer schwierigen Situation? Mach das doch nicht. So. 40-15. Mit Aufschlag ist schon angenehmer. Puh. Kommen wir einfach mal ein bisschen näher. Eigentlich Short spielen. Kann sie nicht einfach mal draufhauen? Mann, wo denkt ihr denn, kommt die mit dem Gezippel hier hin? Au! Hey, wie gesagt, Aufschlag ist schon ein enormer Vorteil. Ihr kennt noch ganz andere Seiten von mir hier, ne? Der Tennis spielende Sony. Wo ich letztens erst einen Kommentar gelesen habe, wie Menschen sollten manche Sachen, die sie in Videospielen tun, mal lieber in Real Life tun. Aber da muss man ganz klar sagen, dass man manche Sachen, die man in Videospielen tut, nicht im Real Life machen möchte.
Mein Tennis hätte ich schon mal gerne im Real Life gespielt. Wir waren auch unterwegs zum Tennisspielen. Also einmal war ich unterwegs zum Tennisspielen. Da waren aber die Tennisplätze zu. Was ist los? Was da war? Alle oder was? Danach dann halt nie wieder. Wir haben dann mal so ein bisschen im Freien mit dem Tennisschläger rumgespielt, aber das ist halt einfach nur so auf Distanz, quasi wie Badminton mit einem Tennisschläger und Tennisball. Out! 30, 15. Bald! Fischen ist jetzt so eine Sache. Speziell beim Fischen wurde das erwähnt. Aber Fischen ist so eine. Hallo? Was ist los mit ihr? Ich kann Ausdauer mehr, ne? 40, 15. Die Ausdauer ist komplett RIP. Fault! Aber Fischen ist irgendwie etwas, was ich im Real Life nicht wirklich tun will, muss ich gestehen. Out! Ich möchte nicht unbedingt einen Fisch am Haken haben. 30. Dafür bin ich zu low. Bin zu soft. Ich will kein Tier am Haken haben. Ich liebe Fisch, ich esse gerne Fisch. Das ist schon klar, dass das heuchlerisch ist. Weil ich esse Fisch, will ihn nämlich selber fangen. Gute Frau, was tust du? Ich habe nach links gedrückt, weil sie nach links schlagen sollte und nicht nach links laufen. Aber naja, ist okay. So, laden wir mal ordentlich auf. So ein paar Sachen, die man gut machen kann, ist erstmal der Schlag nach außen oder halt auch der Schlag nach innen, der ganz gut kommen kann. Fault. So natürlich nicht. Den hat er gut gekriegt. Zur Abwechslung mal. Sonst hat er irgendwie die Bälle nie gekriegt. Out. Okay, Schweigen gehabt. Damit hätte er mich jetzt voll outmoved. Mit dem Schlag gegen die Laufrichtung. Ich glaube, wir spielen bis einer 3 hat. Ne? Das ist ja natürlich im Vorteil, dass er jetzt wieder Aufschlag hat. Ja, feels nicht so gut, man. So, das muss ich doch bestrafen können. Out. Okay, konnte ich. Love 15. Ich habe halt immer noch nicht gecheckt, wie ich es in die Bälle schlage. Love 30. Bald! Ertönt die wunderschöne Stimme aus dem Off.
wollte schon sagen. Er übertreibt seine Lage hier, ne? Love 40. So, Breakball. Wenn wir die Runde holen, unser Sieg. Lassen ihn ordentlich laufen. Und hoffentlich bei den, ja, den Fehler zu provozieren. Und damit geht der Sieg an uns. Die Frau Kerber hat den Franzosen vom Platz gefegt. Kein Problem. Ja, kein. Oh, es geht noch weiter. Never mind. Einen Fehler gemacht. Bam. Haben wir nicht drei Sets gemacht? Hier war so. Also manchmal ist die Steuerung nie on top. Ubi Onist. So. 30-15. Oh Gott. Ach, wir sind richtig nass hier. 40-15. So, Spielsatz und Sieg oder was? Wir sind voll. So, Spiel, Satz und Sieg. Das ist BO5. Nee. Second Set. Ach, komplette zwei Sets spielen. Erste haben wir 4-0 für uns entschieden. Jetzt steht es gerade 2-0 im zweiten. Nee. Ach, wir spielen 3. Oh. Erst haben wir 4-2 gewonnen. Jetzt kommen die zwei anderen noch. Holy moly. Was ich denn da eingestellt? Ich wollte eigentlich nur ein Set spielen. Ja, wir machen ihn jetzt zwar ziemlich nass. Aber. Love 15. That was not my. Ja, schön, dass es weitergeht, während man sich diese Option anguckt. 15 all. Seit 19 Minuten dabei. Hä, der hat doch ausgeschlagen. 30-15. War bestimmt angeblich Linie, wisst ihr, so also ein auf den. Da richtig dreist Mitte schlagen. Wie gesagt, das kann gut funktionieren. Aber beim Tennis bin ich aber eher so der Arcade-Typ. So wie Mario Tennis oder so. Habe ich eher so meins. Ich will nicht schlagen, okay. Dann halt nicht. Out. 15 love. Bam. Auf. Ich frag mich, wie das war, dass ich tolle Schläge hatte. 30 love. Out.
Out. 14 love. Fault! Ganz schöner Fault, du. In dein Gesicht. Out. Hatte uns erstmal schon unter Kontrolle und verkackt an den Beinen. Love 15. Oh, guck mal, wir müssen das Spiel jetzt nicht durchspielen. Den eh wegrasiert, das haben wir ja gesehen. Ich kam langsam rein. Ist die Frage, was das Spiel noch zu bieten hat, außer das. Hier lernt man die Grundlagen, man kann online spielen, kann sich einen Spieler erstellen oder die Karriere spielen. Das ist eine Tennisakademie. Die Grundlagen. Okay, wir spielen jetzt mal die Grundlagen. Was ist denn Inside Out? Mein Sprint ist klar. Was ist Stoppball? Lob ist klar. Topspin. Top-Top-Spin. Flacher Schlag. Also flacher Schlag haben wir die ganze Zeit gemacht. Slice. Aufgeladene Schläge sprinten und den Ball nach dem Sprinten schlagen verbraucht Ausdauer. Haben wir mitbekommen. So. Champion, ich werde versuchen, die Grundlagen des Spiels zu... Wenn du bereit bist, schnapp dir einen Schläger und zieh dir die Schuhe an. Alles klar. Ja, ich bin ein Profi. Das Viereck. Dreieck. Und B. Der Wahnsinn, oder? Und den Gegner mit dem Bein nicht immer in die Richtung schlagen. Schauen wir uns die Bewegung an. In der folgenden Übung schickt der Roboter Bälle zu dir, die du von den Seiten des Feldes zurückschlagen musst. Laufe, bla bla. Ja, kein Problem. Das ist teuer, aber du musst auch gut platzieren. Okay, wir sollen ihn nach links hauen. Alles klar. Da Bogen. Toll. Fang es nicht zu bewegen. Zeig mir, was du kannst. Ja, ja, alles klar hier. Zack. 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 Wir haben das Grundlagentraining abgeschlossen. Aufschlag. Stoppball. Immer interessant. Aber ich würde sagen, 24 Minuten, wir haben dem Spiel eigentlich genug Zeit gegeben, oder? Wenn wir einmal in die Karriere reingucken, was da so abläuft. Muss ich erstmal einen Spieler erstellen. Dann machen wir jetzt irgendeine super sexy Frau. Und komm, wir machen so einen richtigen Muskelmann. So richtig groß und mit 2,8 Meter. Ja, Chuppi ist groß, aber nicht muskulös. Ja, Asiate. Das passt sehr gut, wie ich finde.
Körper, Kinn, Mund, Augen. Augenbrauen, Ohren, ja, passt schon. Rechtshänder. Wir mögen beidhändig, weil wir muskulös sind. Wir machen schon Klassik. Klassik. Das sieht nach uns aus. Ich glaube, hier passt ganz gut. Ob das jetzt nur gefallen? Das passt zu uns. Haltung gelassen. Schön, aber nichts davon funktioniert oder irgendwas zeigt. Konzentriert, gelassen, ausdrucksvoll. Und nichts funktioniert. Wir sind ausdrucksvoll. Die Ladies. Auf die Kette stören's immer. Wir stören bei jedem Schlag, wie es beim Tennis sein muss. Hier sehen wir leider nichts. Identität, Jan Schmidt. Hier was ändern? Jetzt Schuppi, weil Asiate. Das ist Schuppi. Das ist Schuppi Hund. Schuppi ist gefühlt 18, ne? Thailand. Da haben wir es, den muskulösen Schuppi aus Thailand. Mit 2,8 Meter. Größer als der echte Schuppi. So, Saison 1, Januar. Schauen wir mal. Willkommen zum Karrieremodus der Tennis World Tour. Durch das Spielen in offiziellen Turnieren verdienst du Rangpunkte und steigst in der Bestenliste auf, um die Nummer 1 der Welt zu werden. Pass auf, dass du es nicht mit zu langen Reisen und Matches übertreibst. Nutze Ruhepause, um deine Fitness wieder zu erlangen. Ein gutes Fitnessmanagement verhindert Verletzungen, die deine Karriere schaden können. Du musst auch gut mit deinem Geld umgehen, damit du passende Ausrüstung kaufen und an den besten Sportevents teilnehmen kannst. Körperliche Vorbereitung, wa? Muss man ein Spiel spielen. Let's go. Guck mal, er ist Level 2, das zählt nicht. Wir rasieren ihn weg. Ein Slice-Aufschlag ist langsamer, bringt den Gegner aber eher dazu, sich zu bewegen. Chuppi muss jetzt erstmal die erste Erfahrung sammeln, ne? One, zero. Slice-Aufschlag. Slicer-Dicer. Mit dir. Wie wiederum jetzt einfach Hund steht. 2-0. Gib Chuppi an mir, ein Tier. Ein Tier, der Chuppi.
Freud. Ich würde ganz gerne noch mittlerweile mal den Kommentator hören, wenn man den noch einschalten kann. Wobei bei so No-Name-Turnieren wird es wahrscheinlich keinen Kommentator geben. Boah, Zero, sag ich nur. Er kämpft auf jeden Fall. Ja, da wusste ich wohl zu viel. Aber ich wollte es versuchen, oh, wie er sich freut. Ey. Mein erster Punkt, der denkt sich, oh, ich bin eine Tür. Nicht richtige Chuppi-Aktionen. In den Lappen. Oh, Chuppi hat leichte Ausdauerprobleme gerade. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Nicht, dass unser Chuppi uns hier noch umkippt. Out. Komm, 6-1 hier jetzt. Gib mir die Krone. 6-1. Gib mir die Krone, dass mir noch. Ey, sag nicht, ich muss so ein 5 Sets spielen. He's putting the ball wherever he wants. War nicht so feiern, der Boy. Mit 6-2. Was denn? Fault. Catastrophe. Okay. Double fault. 7-3. Fault. Sag mal, was ist denn jetzt los? Fault. Hallo? Ich mach stinknormale Aufschläge. Da stand sogar sicher, hab da gelesen. Hat sogar sichere Aufschläge gemacht. Echt mal, wie kann er das verpassen? Ne? Das ist echt. Schämen sollte er sich, das war echt low. Matchup hat leider keine Ausdauer mehr. Deswegen frage ich mich, wie lange wir hier noch spielen müssen. He
9-5. Matchball, meine Güte, reicht aber auch. Weg mit dir. Weg mit dir, habe ich gesagt. Weg mit dir. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Out! He dominated every aspect of the match. Bescheid. What the? So, Chuppi Hund. Asse 0, Doppelfehler 2, Gewinner 5. Unforced Errors 1. Aha. Glückwunsch, du bist auf Level 2. Jetzt kannst du zu deiner Spielerseite gehen, um deinen ersten Fähigkeitspunkt zuzuweisen und anzufangen, deinen Spielstil zu individualisieren. Mhm. Wollen wir mal den Chuppi individualisieren? Wer ist denn jetzt? Ich will jetzt nicht spielen. Ja, dann gehe ich auf Speichern und beenden. Wenn wir mich gleich ins nächste Spiel werfen wollen, da wehre ich mich jetzt mal vehement gegen. Boah, ich würde sagen, wir machen nochmal Schicht im Schacht. Wir rufen einmal Steam auf. Machen die Bildschirmaufnahme an. Wo haben wir es denn jetzt? Wahrscheinlich jetzt gerade ausgeblendet, ne? Warte. Meine installierten Spiele. So, hier. Tennis World Tour heißt das ganze Ding. Haben jetzt 38 Minuten gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich es habe. Wahrscheinlich aus einem Humble Bundle oder so. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Shopseite. Gucken mal, was der Spaß kostet, wenn man es sich regulär kauft. 49,99 Euro kostet das Spiel. Mit einer ausgeglichenen Statistik. Der neue Standard entwickelt von Tennissimulation-Veteranen. Spiele einen von 30 professionellen Tennisspielern. Lerne alle Schläge. Meistere sämtliche Platzbelege. Erlebe einen realistischen Karrieremodus. Lege deinen Spielstil und deine Taktik fest und werde die Nummer 1 der Welt. Ja, schön und gut. Wir gerade für 0 Euro den Dennis Schabalow kann man sich holen und den Alex Diminauro und den Carola Garcia, die nicht den. Schauen wir mal in die Rezession. Im Moment absolut nicht zu empfehlen. Über technische Macken kann man ja nach Release auch noch hinwegsehen. Aber was da während dem Match geboten wird, ist eine Frechheit. Spieler reagiert, wenn überhaupt verzögert auf die Eingabe. Teilweise spielt er komplett andere Schläge als gedrückt. Der Aufschlag dann zu 90% im Netz oder aus, um auch nur einen Hauch in irgendeine Richtung zielen will. Frechheit, sowas als fertiges Spiel zu verkaufen. Wer interessiert ist, sollte sich erstmal Videos auf YouTube anschauen und sich das gut überlegen. Ich kann das Spiel weder auf meinem 4K-Monitor noch auf meinem 21-neuen Monitor ausführen. Das ist absolut lächerlich für ein Spiel in 2018. Ich kam 2018 raus und kostet jetzt noch fast 60 Tacken. Mit Trollen. Die Auflösung lässt sich auch nicht ändern im Spiel, beziehungsweise wird nicht übernommen. Auch Änderungen über die Config.txt haben wir hier auch aktuelle 2020er Releases. Hier. Zeitraumgrafik. Nee, ich möchte gern die. Ich würde gern die neuen. Oder gibt's da keine? Ah, hier, kürzlich verpasst. Der letzte Müll. Realismus ist hier nicht zu erwarten, den Entwicklern sollte man kündigen. An sich eigentlich ganz toll wäre da nicht der Bonus, den die KI hat. Wenn die KI will, dass du verlierst, dann verlierst du auch. Und ganz ehrlich, die Aufschläge der KI sind auch viel zu OP. Hab bestimmt über 100 Asse kassiert und das im Karrieremodus in Saison 3. Hätte ich nicht so viele Stunden, würde ich das Spiel direkt zurückgeben.
Gameplay is quite okay. Got it for reduced price. Boot doesn't use a lot of space. Can be played on MacBook. Different spins are accessible and have impact. You can play technically, real comments. Gameplay quite realistic. Can get a bit monotonous. Ja, das ist, glaube ich, mein Knackpunkt gerade. Horizon doesn't slice a lot, no doubles. Stimmt, doubles habe ich auch nicht gesehen. I have not tried the online mode yet. Fehlerhaft, kein Update, Spiel ungenießbar, total Schrott, so ist gerade verboten. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt Glück hatte oder so, aber ich würde jetzt nicht unterschreiben, was die Kommentare sagen. Ich würde nicht sagen, dass es der letzte Müll ist. Ich meine, es ist ein Tennisspiel. Tennis ist eh nicht so populär in der Gaming-Szene, würde ich mal behaupten. Außer man schreibt einen Mario vor den Namen. Das Spiel an sich war gar nicht übel. Ich meine, es war nicht perfekt. Aber so mit Karrieremodus und so ist eigentlich ganz cool, wenn man mal hin und wieder Bock auf ein Tennisspielchen hat. Nichtsdestotrotz werde ich dem Spiel keinen Top geben können. Es war halt einfach okay. Wenn ich dem Spiel jetzt wirklich was anderes geben würde als ein Flop, was ist da mit Shrine? Das war halt auch okay, aber nicht mehr. Was ist mit Urban Freeze? Das haben wir 79 Minuten gespielt. Was ist mit Strider? Das haben wir auch 40 Minuten gespielt. Na gut, das haben wir 5 Minuten gespielt, was Schrott ist. Aber wir haben schon ein paar Spiele ein bisschen mehr gespielt. Und, wie gesagt, ich habe es durch einen Humble bekommen oder so. Und ich beschwere mich nicht. Wenn ich ja wirklich, wirklich, wirklich Bock habe, storymäßig Tennis zu spielen, dann ist das Spiel mein Way to go, weil es hat soweit funktioniert. Es wurde jetzt schon recht monoton. Und sowas macht sowieso mehr Spaß, wenn man es gegen andere spielt und nicht gegen die blöde KI. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei Top of Flop. Könnt ihr mal sagen, was ihr von dem Spiel haltet. Generell, was ihr von Sportspielen haltet. Ich habe zum Beispiel letztens bei Geheimtipp, heißt das glaube ich bei den Rocket Beans, wurde gesagt, dass das Beachvolleyball von Tekken, wenn ja, man sieht Boobies, wurde so kommentiert auch. Also verpackte Boobies, aber hüpfende Boobies halt. Aber dass das Beachvolleyball-Spiel halt wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht war. Und als FIFA-Spieler, ja, ich habe ja schon damals FIFA 2000 und so gespielt und FIFA 98. Ich spiele ganz gerne Sportspiele. Ich spiele ganz gerne Tennis. Mario Tennis habe ich viel gezockt. Mario Golf habe ich viel gezockt. Ich habe auch Tiger Woods gespielt, also Golf. Habe ich viel gespielt. Ich weiß nicht, was war denn das? Tiger Woods 2011 oder... Ich weiß nicht mehr genau, welches es war. Aber das habe ich wirklich weggesuchtet. Spät. Ich mag Sportspiele. Ich mag auch irgendwie Sport, aber ich habe keine Lust, mich irgendwo anzumelden. Ich würde Sport mögen mit Leuten, die ich kenne, und ich kenne keine Leute. Bam, bam, bam. Gut, aber das ist ja kein Talk with Tholi Video, sondern ein Top auf Flop, und das Spiel ist auf Flop gelandet. Wurde ordnungsgemäß von meiner Festplatte entfernt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Top or Flop mit mir, dem Soli. Adieu.